Jo, ganz herzlich willkommen, Philipp Banse, Republika 2016. Wie so viele Industriebereiche oder überhaupt Bereiche unserer Gesellschaft bleibt natürlich auch die Landwirtschaft nicht verschont von Vernetzung, Digitalisierung und Datenströmen. Und Daniel Werner hat das zum Beruf gemacht, hat quasi ein Geschäft draus gemacht. Ganz herzlich willkommen. Du kommst aus Hannover, bist Teil einer Firma, die die Landwirtschaft effizienter macht mit Daten, Sensoren und Satellitenüberwachung. Ja. Ganz herzlich willkommen. Danke. Erzähl doch mal so ein bisschen, damit man mal so eine Vorstellung kriegt. Also klar, sobald man sich ein bisschen näher anfängt, mit Landwirtschaft zu befassen und auch mal in einen zeitgemäßen Traktor reinklettert, merkt man ganz schnell, Automatisierung, Satellitensteuerung ist alles dabei, sozusagen voll erfasst die Branche. Welchen Ansatz verfolgt ihr denn jetzt? Wir verfolgen jetzt den Ansatz, diese starke Technisierung und so, die ist jetzt über die letzten Jahre gekommen. Und wir verfolgen jetzt den Ansatz, dass man mit der Technik auch wirklich was machen kann. Und das heißt, wir gehen jetzt rein, dass man Felder anders betrachtet als früher. Das heißt, es wird nicht mehr einheitlich betrachtet, das Feld. Das heißt, ich sehe nicht mehr überall die gleiche Menge aus oder ich dünge überall die gleiche Menge, sondern wir machen eine genauere Analyse und machen jetzt teilflächenspezifische Bewirtschaftung. Und mal ein Beispiel, also meinetwegen Dünger. Wie war es bisher? Wie kann es in Zukunft aussehen? Bisher war es so, dass ich halt einheitlich aufgedüngt habe. Das heißt, es gibt auch Bereiche auf dem Feld, wo eigentlich vom Boden her ein höheres Potenzial da ist. Aber ich dünge da eigentlich zu wenig, weil es könnte noch mehr rauskommen. Und an anderen Stellen wird zu viel gedüngt, aber da ist im Boden gar kein Potenzial dafür da, irgendwie diesen ganzen Dünger aufzunehmen und was wachsen zu lassen, sag ich mal, oder viel wachsen zu lassen. Und wie macht ihr das jetzt anders? Wir teilen den Acker ein, sag ich mal, und zwar gucken wir uns Satellitendaten an, aus bis zu 10 Jahren rückwirkend, gucken immer zur Vollreife auf dem Feld, dann fragen wir den Landwirt, was ist da drauf gehabt, was ist da gewachsen in dem und dem Jahr, Mais oder Weizen oder wie auch immer. Und dann haben wir einen Algorithmus, der guckt sich die Bilder, also sind Infrarotbilder, guckt er sich dann an und dann kann er gucken, wo ist viel, wo ist wenig gewachsen. Und da legen wir halt mehrere Jahre übereinander und dann verrechnen wir das zu einer Zonenkarte. Und da sieht man von Hoch- bis Niedrigertragszonen, also wo wächst viel, wo wächst wenig einfach. Und das ist immer die Grundlage für unsere Arbeit. Und jetzt können wir mit diesen Zonen arbeiten. Das heißt, wir können zum Beispiel bei der Düngung machen wir Bodenproben in den unterschiedlichen Zonen, damit wir diese Werte nachher diesen Zonen zuordnen können. Das heißt, der Trecker fährt dann rüber und es fällt halt an den Stellen unterschiedlich viel Dünger raus. Genau, das haben wir vorher ausgerechnet. Dann kommt da eine Applikationskarte bei raus. Da sind diese Mengen hinterlegt, hinter Geodaten. Und dann regelt nachher der Düngerstreuer die entsprechenden Mengen rauf und runter. Muss denn dann noch jemand im Traktor sitzen? Theoretisch könnte man das heute mit Lenksystem und so weiter so machen, dass da niemand mehr drin sitzen müsste. Aber der Gesetzgeber schreibt vor, dass bei großen Maschinen immer jemand drin sitzt, der aufpasst, dass alles richtig funktioniert. Aber technisch ging es im Prinzip auch ohne. Technisch würde es im Prinzip auch so gehen, aber es gibt kaum einen Landwirt, der sich das nehmen lässt, sozusagen die Übersicht zu behalten. Nicht, dass nachher irgendwas nicht richtig funktioniert. Ja, aber das sind die Oldschooler. Die Neuen, die sitzen wahrscheinlich im Büro und denen reicht irgendwie ein Kamerabild von ihrem Drohnen-Tracker. Theoretisch wollen die nachher einfach nur den Arbeitsreport darüber, damit die sehen, was wo tatsächlich ausgebracht wurde, wie lange es gedauert hat, wie viel Diesel verbraucht wurde. Weil das ist ja eigentlich in der Landwirtschaft ganz schön, weil du so extrem berechenbare Umwelt hast. Du hast deinen Acker, der ist genau vermessen. Oder? Also den Appelbaum in der Mitte, den du nicht umhauen darfst, den kennst du auch. Das stimmt. Also ich sag mal so, Feld und so weiter, das sind alles die berechenbaren Faktoren. Insgesamt im Wachstumsprozess gibt es natürlich immer noch das Wetter. Das ist der unberechenbare Faktor. Und den wird man auch nie rausrechnen können. Ne? Also was habt ihr denn noch für Dienstleistungen? Auf eurer Webseite haben wir mal geguckt. Also Grunddüngung hast du erzählt. Wie ist denn das mit der Wettervorhersage? Kann man das irgendwie optimieren? Kann man da... Ja, also optimieren kann man kann viel auswerten. Also wir werten einmal schon aus oder wir berechnen, wie das Wetter die nächsten 3 Tage wird. Das heißt ähnlich wie das heute Wetterdienste auch machen, weil manche, also Dünger streuen oder auch Pflanzenschutzspritzen, dafür muss ich dann auch eine Garantie haben, zum Beispiel, dass es kurz darauf auch regnet, damit oder nicht regnet, je nachdem, was für Mittel es ist. Aber beim Dünger zum Beispiel, dass dieser Dünger auch aufgeht. Und wenn ich danach kein Wasser habe, dann bleibt er einfach auf dem Feld liegen und geht überhaupt nicht in die Erde. Und es hat mir gar nichts gebracht. Gut, aber das ist ein Wetterbericht und den gibt es schon länger. Das ist ein Wetterbericht, den gibt es im Prinzip schon länger. Was wir jetzt machen, ist, wir verrechnen auch historische Wetterdaten
für zum Beispiel für die Aussaat ist das sehr wichtig. Bei der Mais, der ist sehr, sehr durstig. Ja? Das heißt, da messen wir einmal vorher mit Sonden im Boden, wie ist die Wasserverfügbarkeit, die da ist. Und dann rechnen wir durchschnittliche Niederschlagsmengen darauf. Und dementsprechend werden Karten erstellt, wie eng wir Maispflanzen aneinander stellen. Weil wenn ich zu viele aneinander stelle, dann ziehen die sich gegenseitig das Wasser weg und verkümmern quasi, bilden keine ganzen Kolben aus. Und wenn, das heißt, ich berechne den richtigen Abstand für die Pflanzen, damit das Wasser, das verfügbar ist und das, was prognostisch kommt, dass das mit einfließen kann, dass das für die Pflanzen, die ich aufstelle, auch ausreichend ist. Okay. Dann haben wir noch Aussaatplanung. Ja, Aussaatplanung ist genau diese Geschichte, die ich eben im Prinzip erwähnt habe. Mit dem Dünger. Mit der Aussaat, mit dem Mais, dass man also genau. Im Prinzip das entsprechend plant. Was ist RTK-Korrekturdaten? Das ist Korrekturdaten für Lenksysteme, die es jetzt schon ein paar Jahre am Markt gibt. Und RTK heißt Real-Time-Kinematik. Und das sind Korrekturdaten von bodengebundenen Stationen, die auch die Satellitendaten empfangen. Und also die auch im Prinzip Positionsdaten wie einen kleinen GPS-Empfänger empfangen. Und dann rechnen die aber diesen Versatz, den normaler GPS-Empfänger in deinem Handy zum Beispiel, wenn du dich da hier hinstellst, dann kann der nicht genau diese Position bestimmen, sondern der steht halt 2-3 Meter Abweichung. Und mit diesen Korrekturdaten, mit diesen eingemessenen Stationen, können wir bis auf 2 Zentimeter runterkommen. Ach so, die Station steht am Feld. Die steht nicht mal am Feld, die steht irgendwo auf verschiedenen Gebäuden drauf. Okay, das ist ein Riesennetzwerk. Genau, aber ihr wisst sozusagen, diese Position kennt ihr ganz genau. Genau, die ist ganz genau eingemessen und dementsprechend kann man den Versatz zu den Satelliten berechnen. Und ihr empfangt ein Satellitensignal und das sagt dann so, okay, 2 Meter Versatz und dann könnt ihr diesen Versatz sozusagen, um diesen Versatz zu korrigieren und damit sehr genaue Positionsbestimmungen machen. Wofür werden diese Positionsbestimmungen, diese korrigierten, dann benutzt? Für alle automatischen Lenksysteme bzw. Parallelfahrhilfen. Was gibt es denn da so in der Landwirtschaft? Was wird denn so automatisiert gelenkt? Alles. Im Prinzip alles. Also jeder dritte Traktor, der heute vom Werk kommt, der hat so ein Lenksystem drin. Und das ist im Prinzip fast eine 100% Quote über alle Traktoren, die auch wirklich Feldarbeit verrichten. Es gibt ja auch Traktoren, die Lastarbeit verrichten, das heißt, die nur Anhänger fahren oder die im Straßenbau eingesetzt werden. Aber sonst eigentlich jeder Betrieb, der heute eine größere Fläche bewirtschaftet, der hat auch einen Traktor mit einem Lenksystem. Was macht das? Was ist der Vorteil? Der Vorteil ist, dass ich mich zurücklehnen kann und der Trecker im Prinzip alleine fährt. Aber wenn ich übers Feld schaue, dann sehe ich immer noch Leute, die am Lenkrad sitzen, oder? Also es muss ja einer drin sitzen, aber die wenigsten müssen eigentlich heute noch lenken. Die nutzen die Zeit, überwachen die Maschinen, also überwachen zum Beispiel die Sämaschine, die hinten dran ist, ob es irgendwo Verstopfungen gibt in den Rohrsystemen oder so, überprüfen solche Sachen. Viele lesen auch Betriebsanleitungen oder surfen nebenbei auf ihrem Smartphone im Internet. Weil das Ding dann automatisch gelenkt über den Acker fährt. Genau. Okay. Wie weit reicht denn diese Automatisierung und dieses datengetriebene Geschäft noch da in der Landwirtschaft? Was gibt es denn da noch so für Anwendungen? Was noch so für Anwendungen? Ja, du hast jetzt gesagt, so ja. Düngeroptimierung, Saatoptimierung. Pflanzenschutzoptimierung, also alles, was ausgebracht wird, das kann man im Prinzip teilflächenspezifisch auch optimieren. Das ist das große Ziel, sage ich mal, weil wir können dann meist mit weniger Aufwandmittel tatsächlich aber ein besseres Resultat nachher erzielen. Also effektiver. Sehr viel effektiver. Vorstellbar, ich meine, ihr seid jetzt angewiesen noch auf Satellitendaten. So, es wäre ja auch vorstellbar, weil ihr relativ kleine Felder nur habt, sie mit Drohnen abzufliegen und viel ist genauere grade, und individuellere ja. Daten zu erstellen. Ja, das ist gerade, sind wir tatsächlich gerade in der Entwicklung sowas, dass man sich einfach die Bilder einspielt oder dass auch der Landwirt, viele haben selber schon so einen Quadcopter oder so, fliegen das dann selber ab, können die Daten dann hochladen, kriegen dann eine Berechnung dann und sozusagen können an tagesaktuellen Bildern zum Beispiel Düngung oder Pflanzenschutz sich ausrechnen lassen. Du sagst, viele haben schon, ich meine, gibt es wirklich Landwirte, die so einen Quadrocopter, ja? Ja, gibt es, auf jeden Fall. Was machen die dann damit? Oh, viele gucken einfach, also wollen einmal, ich kann ja in mein Feld nur bedingt selber rein. Ja, also sprich, wenn ich da durchgehe, kann ich das natürlich machen, laufe mir aber meinen eigenen Bestand natürlich kaputt. So, also das heißt, wenn ich mir irgendwo größere Stücken angucken will, ist es natürlich sehr angenehm, wenn ich da dicht dran fliegen kann. Ich kann ja dann einen Meter über dem Bestand fliegen, habe eine HD-Kamera dran, ist heute keine Kunst mehr und kriege extrem detaillierte Aufnahmen und kann gucken, ob da zum Beispiel ein Schädlingsbefall ist oder so. Das kann man mit der Kamera ja. erkennen, ja? Ja, ich kann mir dann die Blätter angucken und da gibt es ja typische Merkmale.
Für viele Schädlinge oder für viele Sachen gibt es sehr typische Merkmale. Manche Sachen kriege ich nur im Labor raus. Da muss ich dann tatsächlich eine Probe nehmen. Gut, aber das kannst du ja bald mit der Drohne wahrscheinlich auch machen, ne? Kann man auch. Oder mit so Fluggeräten wird auch werden zum Beispiel auch Larven ausgebracht. Es gibt beim Mais gibt es einen Maiszünster, also so ein Schädling halt. Und dann gibt es so Schlupflarven, also Schlupfwespen. Die bekämpfen diesen Schädling, also das ist sozusagen biologische Bekämpfung. Die werden dann auch da rausgeschmissen. Sag mal, diese Technik, diese Traktoren, das kostet alles Geld. Ja. Führt es dazu, dass dann nur noch so große Betriebe und reiche Betriebe überleben? Nee, weil die, also ich sag mal so, der Landwirt ist findig, ja, also viele Betriebe, die schließen sich zu Betriebsgemeinschaften zusammen. Das heißt, jeder behält seine Flächen, also 50 Hektar hier, 100 Hektar da, aber die kaufen sich ihre Maschinen zusammen und sagen dann, okay, ich kaufe aber nur eine Sämaschine und nur zwei Traktoren für die Flächen und einen Mähdrescher, so, und dann arbeiten die in Betriebsgemeinschaften zusammen. Aber und müssen die nicht alle zur selben Zeit aussehen? Die müssen alle in selben Zeitintervallen aussehen, aber dementsprechend kaufe ich halt solche Maschinen, die auch in einem, also die eine gewisse Umschlagsmenge, sage ich mal, haben. Also das heißt, dass ich auch in der Zeit das schaffen kann. Ich unterdimensioniere dann meine Maschinen. Na gut, aber die wollen dann alle an dem Wochenende, wo die Sonne scheint und es trocken ist und im Mai und ja, weiß ich nicht, alle wollen sehen und muss man sich in der Gemeinschaft muss man sich immer einigen. Genau. Aber die Praxis zeigt, dass das sehr gut funktioniert und dass für viele das der wirtschaftliche Weg ist, weil ansonsten zum Beispiel einen eigenen Mähdrescher leistet sich kaum einer. Der steht ja die halbe Ernte nur rum. So. Also, und dafür sind diese Maschinen einfach viel zu teuer. Okay, wir haben jetzt so ein paar Sachen, GPS-Lenkung, Drohnen. Was gibt es noch so für Technologieansätze, um die Landwirtschaft effizienter zu machen? Was im Moment viel erforscht wird, aber in der Praxis, sage ich mal, auf dem Betrieb noch lange nicht angekommen ist, sind Feldroboter. Das sind eigentlich sind immer kleinere Kisten, ja, weil vor großen Maschinen haben die Menschen Angst und deswegen werden Feldroboter werden klein dimensioniert. Wie dieser kleine Rasenmäher, der autonom bei mir, bisschen größer halt, so dass man über Pflanzen komplett drüber wegfahren kann oder über Reihen drüber wegfahren kann. Der dann sozusagen Einzelanalyse der Pflanze macht, guckt, geht es der Pflanze gut, muss ich hier noch was, der kann dann zum Beispiel Sachen machen wie Pflanzenschutzmittel, Düngung, könnte auch Unkraut hacken zwischen den Pflanzen. Solche Sachen werden an ganz vielen Unis heute erforscht, aber haben noch keine Marktreife, sage ich mal. Woran hakt das noch? Einmal, dass die natürlich einiges können müssen und viele, also wie Roboter auch in anderen Bereichen oder in anderen Vorträgen hier so, die können halt noch nicht alles und die kommen mit verschiedenen Situationen, wenn sie auf Hindernisse stoßen oder sonst was, kommen die nicht unbedingt klar. Da kann er halt stehen bleiben, aber vielleicht kommt er dann nie wieder zurück und bleibt für immer im Feld stehen und ich muss die ganze Zeit hinterherfahren. Solche Probleme sind noch nicht gelöst und dann müssen die, wenn die erstmal alles können, dann müssen sie natürlich auch bezahlbar werden. Also dann muss ich sagen, so, damit ich jetzt irgendwie ein Feld effektiv bewirtschaften kann, brauche ich nicht nur einen, sondern ich brauche halt irgendwie 10 von den Dingern. Und dann kostet einer 100.000 Euro und dann sagt er, ja, dann kaufe ich lieber einen Traktor statt 10 Roboter. Wir haben jetzt die ganze Zeit über Feldwirtschaft im weitesten Sinne geredet. Wie ist denn das mit Viehzeug, mit Tieren? Ja, ist nicht mein Spezialgebiet. Ja. Ich komme eher sozusagen von der ackerlichen Seite. Aber es gibt tatsächlich eher Roboter in dem Bereich, im Stallbereich, also Melkroboter nennt man die auch. Ja, so irgendwie, weil da kaum noch Einsatz von Personen tatsächlich erforderlich ist und viel automatisiert funktioniert, genauso wie Fütterung auch. Oder auch Tierüberwachung, wo man guckt, so geht es den Tieren gut, also gibt es dann so Wärmebildkameras und so weiter, wo verschiedene Sachen völlig automatisch abgecheckt werden. Super. Daniel, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Alles Gerne. Gute. Vielen Dank fürs Zugucken. Philipp Banse von der Republika 2016 für dcdp.tv. Die Videos gibt es beim YouTube-Kanal von dcdp oder auf dcdp.tv. Bis dahin, tschüss.